Heute beginne ich eine neue dreiteilige Serie zum Thema Streetfotografie und zwar mit einer Kernherausforderung. Es geht nämlich um die Suche nach Motiven, am besten auch noch bei tollem Licht. Viel Spaß! Hey Leute, hier ist Jochen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jochen Müller, ich bin Streetfotograf aus Düsseldorf. Ich habe das Buch geschrieben, Streetfotografie, die Kunst einzigartiger Augenblicke einzufangen. Und ich fotografiere mit dem Fuji X-Mount-System. Heute geht es aber überhaupt nicht um Technik. Heute geht es tatsächlich um ein wichtiges Thema aus dem Buch, eigentlich wirklich eins, womit jeder Streetfotograf zu kämpfen hat, nämlich um die Motivsuche. Die Streetfotografie basiert natürlich auf viel Zufall. Man möchte jetzt auch gar nicht dazu übergehen, so unglaublich viel zu planen. Aber nichtsdestotrotz muss man bestimmte Routinen entwickeln, bestimmte Techniken kann man anwenden, um auch wirklich bei der Motivsuche erfolgreich zu sein. Deshalb starte ich heute diese dreiteilige Reihe. Und da soll es in diesem ersten Teil mal darum gehen, wie erlaufe ich mir überhaupt eine Stadt. Entweder die eigene oder eine fremde Stadt, um an Locations zu kommen, zu denen ich vielleicht zurückkehren kann oder die ich halt ganz konkret für spontane Szenerien nutzen kann. Teil 2 wird dann darüber sein, was sind konkrete Motivideen, also was genau kann ich denn eigentlich fotografieren? Und Teil 3 wird sich damit beschäftigen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Location gefunden habe, was das Licht betrifft. Weil Fotografie geht um Licht, Licht und nochmal Licht. Ganz am Anfang möchte ich die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein Motiv in der Streetfotografie? Zu den konkreten Motivideen kommen wir ja eigentlich erst im zweiten Teil. Aber unabhängig davon, ob du die Streetfotografie mit oder ohne Menschen betreibst, besteht eine Streetfotografie auf jeden Fall aus einer Location. Ja, entweder du fotografierst Details bei Menschen oder fotografierst eine Szene mit Menschen, dann machst du das an irgendeiner Location. Oder du fotografierst ganz ohne Menschen, dann ist die Location sogar dein Hauptdarsteller. Das heißt, die Location Suche, ob jetzt spontan oder vielleicht auch eine Location, zu der du immer wiederkehren kannst, ist ein wirklich eminent wichtiger Teil in der Streetfotografie. Ziel in deiner eigenen Stadt sollte es sein, dir bestimmte Routen zu entwickeln, die du immer mal wieder laufen kannst. Dafür muss man sich aber hin und wieder auch neue Stadtteile erschließen, die man vielleicht noch nicht so kennt, weil die alten ausgetretenen Pfade vielleicht nichts mehr hergeben. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann muss ich gegebenenfalls effektiv mit meiner Zeit klarkommen, die mir zur Verfügung steht, um einfach auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, gute Schnappschüsse mitzubringen. In einer fremden Stadt bin ich vielleicht wirklich nur ein paar Tage. Bei mir begrenzt sich die Zeit in einer fremden Stadt dadurch, dass ich meistens mit meiner Familie unterwegs bin oder beruflich in einer fremden Stadt bin, auch auf bestimmte Zeiträume. Eingeschränkt kann man sich natürlich auch in einer fremden Stadt bestimmte Routen erschließen, für die man immer wieder kommen kann. Und sowas mache ich zum Beispiel in Berlin, weil ich da aus beruflichen Gründen regelmäßig mehrmals im Jahr bin. Aber kommen wir mal zu den Details. Also in der eigenen Stadt haben wir eine Mischung aus dem Wiederbesuch von bereits gefundenen Locations und dem Erschließen von neuen Locations. Wenn ich neue Locations erschließen will, mache ich einfach Folgendes. Ich fahre mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn, mit dem Bus in Stadtteile, die ich noch nicht kenne, wo ich aber vielleicht weiß, da könnte irgendwie eine interessante Location sein. Dann steige ich da aus und laufe wirklich mit offenen Augen durch dieses neue Stadtviertel. Von dort aus finde ich dann vielleicht meine Location oder vielleicht bin ich auch zu Fuß zu einer bestimmten Location unterwegs, die ich für meine zukünftigen Routen dann mit einplanen kann. Also Beispiel, hier in Düsseldorf habe ich so eine Standardroute, die ist allerdings jetzt von meinem aktuellen Wohnort auch sehr leicht zu erreichen. Ich laufe von hier zu Hause aus in Richtung Einkaufsmeile, Schadowstraße, wo halt architektonisch ganz viel geht, gerade weil da neu gebaut wurde. Von dort aus ist es halt nicht weit bis nach Little Tokyo. Ihr habt schon diverse Fotos von mir darüber gesehen und es gibt sogar ein POV-Fotowalk dazu. Und von Little Tokyo wiederum ist es überhaupt nicht weit bis zum Hauptbahnhof, wo auch immer was los ist, wo man auch prima fotografieren kann. Das heißt, das ist so eine klassische Standardroute, die ich immer wieder laufe. In einer fremden Stadt funktioniert das gar nicht mal so viel anders. Ich gebe euch einen Tipp, es gibt mittlerweile durch die Streetfotografie-Communities oder Kollektive im Internet auch tatsächlich Ratgeber, wie man in der jeweiligen Stadt sich zurechtfinden kann. Da müsst ihr einfach mal schauen. Das hängt davon ab, welche Stadt ihr besucht. Ich weiß, dass es das von Berlin gibt, das gibt es auch von Hamburg, das gibt es auch von Nürnberg.
beispielsweise. Das ist auf jeden Fall super spannend, sich im Internet von anderen Streetfotografen zu informieren. Was ist denn hier ein spannender Stadtteil? Wenn ihr die Möglichkeit aber nicht habt, dann würde ich euch dringend raten, fangt auf jeden Fall mit dem Stadtzentrum an. Das muss jetzt nicht immer der zentrale Punkt der Stadt sein. Stadtzentrum meine ich jetzt tatsächlich, wo wisst ihr aus dem Reiseführer oder, keine Ahnung, aus einer Internetrecherche, wo steppt der Bär, wo ist das Zentrum der Aufmerksamkeit? Hier in Düsseldorf ist zum Beispiel der Hauptbahnhof nicht im Stadtzentrum, der ist dezentral. Um den Hauptbahnhof ist es auch in der Regel nicht so wahnsinnig schön, kann aber trotzdem spannend sein. Aber in anderen Städten ist vielleicht der Hauptbahnhof total zentral, dann ist das ein guter Ausgangspunkt. Und Bahnhöfe sind sowieso immer ein Tipp. Habt ihr vielleicht auch gesehen in meinem Bildband, so ihr einen ergattern konntet, dass ich da eine ganze Reihe habe. Das muss ja auch nicht der Hauptbahnhof sein, es können auch U-Bahn-Stationen sein oder Busbahnhöfe, habe ich auch schon zum Beispiel in Hannover Bilder gemacht. Also schaut einfach, wo steppt der Bär, und das ist überhaupt keine Schande, auch als Streetfotograf dort anzufangen. Wenn man weiß, wo so Szenemeilen und Szenelokale sind, ist das ein super Tipp, weil man da halt irgendwie prima Nachtaufnahmen machen kann. Dazu braucht ihr natürlich ein lichtstarkes Objektiv, ist aber auf jeden Fall noch ein weiterer Tipp. Brücken und Unterführungen ist etwas, was ich immer suche, weil es da spannendes Licht gibt, dazu mehr in Teil 3. Genau das gleiche gilt beispielsweise für große Freitreppen oder auch für andere Treppen. Treppen sind auch immer eine wunderbare Gelegenheit, da coole Szenen einzufangen. Egal, ob ihr in der eigenen oder in der fremden Stadt seid, lauft nicht, als wäre ein Tagesmarsch zu bestreiten oder irgendwie eine 35-Kilometer-Wanderung zu absolvieren. Es geht halt eher darum, nicht zu hetzen, sondern in Ruhe, mit offenem Blick durch die Stadtteile zu laufen, die Umgebung aufzusaugen und wirklich ganz bei sich und bei der Fotografie zu sein und auch den fotografischen Blick ein Stück weit zu schärfen. Habt bei solchen Fotowalks auch immer die Möglichkeit der Fotoserien im Kopf. Dazu habe ich in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Warum sind Fotoserien eine gute Idee? Schaut da mal rein, ich mache da aber sicher auch nochmal ein eigenes Video zu. Wenn du jetzt etwas gefunden hast, in deiner oder in einer fremden Stadt, behalte im Hinterkopf, das zu deinen zukünftigen Routen hinzuzufügen. Vielleicht bist du zur falschen Tageszeit da, du bist in schlechtem Licht da, bei falschem Wetter. Es ist vielleicht gerade nichts los, keine Menschen laufen dir durchs Bild. Also wichtig ist, merkt euch die Locations, wenn sie grundsätzlich spannend sind, und versucht euer Glück ein weiteres Mal. Aber wenn ihr jetzt gerade bei dem Walk seid, dann gibt es jetzt natürlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ihr macht schnell, weil sich vielleicht eine flüchtige Szene ergibt, macht schnell einen Schnappschuss. Flüchtige Szenen, die spannend sind, wollen wir auf keinen Fall verstreichen lassen. Wichtig ist dafür natürlich, dass eure Kamera schon vorbereitet ist, dass ihr vielleicht mit dem Zone Focusing arbeitet, dass ihr vielleicht die Kamera schon eingestellt habt für die Lichtverhältnisse, dass sie entsprechend reagieren kann. Auto ISO mit einer möglichst schnellen Verschlusszeit und so weiter und so fort. Die Sachen könnt ihr alle nachlesen. Also schnell einen Schnappschuss machen und weiterziehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die euch zur Verfügung steht, ist die sogenannte Phishing-Methode. Berühmt geworden ist damit natürlich Henri Cartier-Bresson, einer der Urväter der Streetfotografie. Da geht es darum, einen interessanten Spot zu finden, mit dem Licht schon mal im Kopf das Bild zu komponieren, was ihr euch vorstellt, die Gegebenheiten auszunutzen, den Standort zu wählen, die richtige Perspektive zu suchen. Dann natürlich die Kamera darauf vorzubereiten, dass der Schuss gelingen wird, und dann wirklich wie ein Fischer, der sein Netz ausgeworfen hat, an der Stelle zu verweilen, bis euch jemand Spannendes in diese Situation hineinläuft. Dann gilt es natürlich noch, im richtigen Moment den Auslöser zu drücken. Nutzt ruhig den Burst Mode unter eurer Kamera, also die Serienaufnahme. Nehmt nur eine moderate Frame-Anzahl pro Sekunde, damit ihr nachher nicht tausende von Bildern aussortieren müsst. Also ich fotografiere dann immer mit 4 bis 5 Frames pro Sekunde. Das wiederholt ihr alles so lange, bis ihr den Schuss drin habt, den ihr euch vorgestellt habt. Komponieren, vielleicht auch nochmal neu komponieren, wenn es nicht so gepasst hat, und halt eben dann die Kamera entsprechend einstellen und warten, bis euch jemand ins Bild läuft. Ein Riesenvorteil an der Phishing-Methode ist eben diese Vorbereitung. Streetfotografie soll etwas Spontanes, etwas Spannendes, Uninszeniertes sein, aber die Phishing-Methode ist halt etwas, um doch eben das Beste aus einer Situation herauszuholen. Du kannst das Motiv richtig positionieren, du kannst im richtigen Moment auslösen. Du bist gegebenenfalls sogar unauffälliger, wenn du schon an der Situation stehst und den Anschein erweckst, dass du, weiß ich nicht, die Architektur
oder die Lichtsituation fotografierst. Was halt passieren kann, ist, wenn Leute dann da reinlaufen, dass sie sich nicht trauen, dir ins Bild zu laufen. Habe ich schon häufiger erlebt, dass Leute dann stehen bleiben oder sie gehen gar außen rum, um dich rum und du hast dann halt eben deinen Schuss nicht gemacht. Mein Tipp, seid sehr freundlich, benutzt euer Display, guckt von oben in euer Display, steht nicht mit dem Sucher am Auge da gegebenenfalls und dann bittet ihr die Leute freundlich herein. Sie laufen euch in die Situation und ihr löst trotzdem aus. In den allermeisten Fällen in solchen Situationen schafft man es auch, dass die Leute nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, mit der Phishing-Methode kriege ich die zufriedenstellenderen Bilder hin. Ich habe gar nichts gegen einen spontanen Schnappschuss einzuwenden, mache ich auch. Aber mit der Phishing-Methode muss ich einfach sagen, bin ich, was gelungene Bilder angeht, doch deutlich erfolgreicher. So, das war auch schon der erste Teil der Reihe Motivsuche in der Stadt. Teil 2 wird sich dann mit ganz konkreten Motivideen beschäftigen. Also was kann ich tatsächlich suchen, um es zu fotografieren? Weniger die Location, sondern Szenen oder Situationen, auf die ich achten sollte. Teil 3 wird sich dann vor allen Dingen mit dem Thema Licht beschäftigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bringt euch ein bisschen was. Lasst mir gerne Kommentare da, wenn ihr Fragen habt oder einfach Feedback dalassen möchtet. Es freut mich immer sehr. Ich pflege da auch einen regen Austausch. Es bleibt in der Regel kein Kommentar unbeantwortet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne ein Like da. So noch nicht geschehen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Haut direkt auf die Bimmel, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Schaut auch gerne in mein Buch, denn die Themen, die wir hier behandeln, stehen hier alle auch natürlich nochmal ausführlich drin. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr darüber dann auch gerne eine Rezension verfasst. Das hilft uns Autoren ungeheuer. Egal ob bei Amazon, beim Verlag oder sonst wo, schreibt Rezensionen, wenn es euch gefallen hat und nicht nur, wenn ihr was zum Meckern habt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.